In München oder Minger, wie die Bayern so schön sagen, ist das Leben was Besonderes. Mit einer Liebe zum Detail und einer ganz eigenen Kultur. Der Fischbrunner Marienplatz ist nicht nur Treff- und Sammelpunkt vieler Touristen und Einheimischen. Hier, sagt der Brauch, soll man, um reich zu werden, am Aschermittwoch seinen Geldbeutel waschen. Es bringt viel Glück und spielt immer Geld im Geldbeutel ein. Ich habe mir extra einen leeren mitgenommen, um den mal eben da reinzuhalten. Ich finde, das gehört dazu. Ich wasche ihn jedes Jahr und deshalb ist auch immer was drin. Und das ist was Magisches in dem Brunnen drin. Ich glaube, nur wenn man dran glaubt, kriegt man dann auch mehr. Magisch soll es also sein, das Wasser im Fischbrunnen, und auch Oberbürgermeister Ude geht der Tradition jedes Jahr nach. Die Dienstboten haben ihr letztes Geld im Faschingstreiben verprasst und waren am Aschermittwoch abgebrannt. Und deswegen wollten sie ihre Dienstherrschaft besonders augenfällig darauf hinweisen, dass der Geldbeutel leer ist. Skeptiker gibt es natürlich auch. Geldbeutel waschen und Reichtum, das ist doch alles irgendwie Humbug. Dachte auch der Oberbürgermeister, als er zum ersten Mal am Brunnen stand. Auch mit den Münchner Finanzen ging es mal auf und mal abwärts. Aber nach den 20 Amtsjahren kann ich heute beim letzten Mal sagen, die Stadt München hat zwar über 16 Milliarden in meiner Amtszeit in die Infrastruktur, in Zukunftsaufgaben investieren können, steht aber trotzdem finanziell viel besser da als zu Beginn meiner Amtszeit. Den gewissen Weitblick sollte man bei der Tradition schon behalten. Waschen alleine bringt bestimmt keinen Reichtum, genauso wenig, wie es auf einmal Geld vom Himmel regnet.